Hallo und Grüße vom Porta Landschwein. Heute mal ein bisschen was zum Thema Hygiene. Nachdem so ein Stall geräumt wird, sprich die Schweine werden verkauft oder die Ferkel werden abgesetzt, das habe ich ja schon mal im Video gezeigt, ist der Stall natürlich leer und da ist einiges zwischendurch passiert. Um diese Hinterlassenschaften, die natürlich auch angetrocknet sind und auch Krankheiten in sich tragen können, zu entfernen, müssen wir den Stall waschen. Dafür wird er vorher eingeweicht mit Wasser. Danach wird er mit so einem alkalischen Einweichschaum eingeweicht nochmal, beziehungsweise wie so ein Reiniger halt. Und dann kommt normalerweise der Ralf. Ralf ist unsere treue Seele, unser Mitarbeiter, der die Stelle für uns wäscht. Aber sieht selbst. Jo, Ralf, grüß dich, hi. Ich wollte nur kurz hören, wann du zum Stallwaschen kommst. Mallorca? Stimmt ja, du bist ja im Urlaub. Ja, klar. Nee, schon gut. Ja, tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Bis bald, ciao. Janis und Christine. Janis, Christine? Hallo? Hallo, muss einer Stallwaschen kommen? Ist doch gar nicht, ey. Hallo? Jemand da? Hallo, wo steckt ihr mal? Janis, Christine? Nicht zu finden, ey. Unglaublich. Janis, Christine? Wo steckt ihr? Ralf ist im Urlaub. Einer von euch muss in den Stallwaschen kommen. Hallo? Ich finde die nicht, die Jungs und Mädels. Wo sind sie hin? Na, ich schreib's mal an. Das passiert nun, wenn man schlechte Personalplanung betreibt. Hochdruckreiniger und ich. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir so einen Stall waschen. Hier seht ihr hinter mir die Hinterlassenschaften der Muttis und der kleinen Ferkel, die wir jetzt schon abgesetzt haben. Und meine Aufgabe ist, die jetzt einfach aus dem Stall zu pusten. Ist auch schnell passiert. Für dieses Abteil mit 30 Abferkelplätzen brauche ich so 7 Stunden. Viel Spaß beim Anschauen. Als erstes wird der grobe Dreck entfernt. Und dann wird mit dieser Schaumlanze, da ist noch ein bisschen was drin, eingeschäumt mit so einem alkalischen Reinigungsschaum, ähnlich wie Kellerwaschen. Der Ralf, das ist der jetzt auf Malle hängt, nutzt die Zeit des Einweichens und des Einwirkens immer zum Schmöken. Ich habe da mal was vorbereitet. An alle, die sich mal fragen, wie manche Bilder zustande kommen. Ich habe da mal die Kamera dran gehängt. Mal schauen, ob es überlebt. Ist aber keine GoPro. So eine billige von Amazon. Tut aber. Wenn jemand Bock hat, mir eine zu sponsoren, ich würde eine nehmen. Eine GoPro. Die 5 Hero. Wäre okay. We'll be right back.
Wasser und Strom sind zwei Elemente, die nicht immer so hundertprozentig zusammen funktionieren. FI ist rausgeflogen. Muss ich mal wieder reindrücken. Und weiter geht's. Mein Gott, sehe ich bescheuert aus. So, alter Stall im neuen Glanz. Ich bin damit durch mit der Arbeit. Und wie ihr seht, sieht noch ein bisschen unaufgeräumt aus. Aber es ist sauber. Sogar die Decke und der Fußboden. Es wird alles gewaschen. Wenn es richtig aufgetrocknet ist, dann wird es da wieder richtig helle drin. Dann macht die Arbeit doppelt so viel Spaß als in einem schmuddeligen alten Stall. Und natürlich auch die Hygiene für die Tiere, der Krankheitsdruck reduziert sich. Beim nächsten Mal hoffe ich, dass der Ralf gesund aus dem Urlaub wiederkommt, weil er macht das einfach viel lieber als ich. Definitiv. Und Janis und Christine machen das, glaube ich, auch nicht ganz so gerne. Vor allem sind sie auch bald weg. Danke fürs Anschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt. Grüße vom Hochlandschwein. Tschüss.